Herzlich willkommen zu unserem heutigen Produkttest des Clafit Rocket Boy XXL Trampolins in der Größe 400 cm. Das ganze Trampolin wird gut verpackt, in drei Kartons angeliefert, zwei Kartons à 29 Kilo und die beiden kleinen Kartons oben links werden zusammen verpackt angeliefert. Dort befinden sich die 80 Federn. Am Anfang empfehle ich, das Ganze mit einem Cuttermesser aufzutrennen. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die offenen Kisten. Links oben, wie gesagt, die 80 Sprungfedern, links die Bedienungsanleitung, die gepolsterten Stangen für das Sicherheitsnetz, die gebogenen Stangen als Füße, in der Mitte die Leiter und dort die gebogenen Stangen bilden den äußeren Rahmen. Dann sehen wir das hochwertige Sprungtuch. Rechts sehen wir das Sicherheitsnetz und oberhalb des Sicherheitsnetzes das schwarze zusammengefaltete oben ist die Abdeckung für schlechtes Wetter. Wir schwenken nochmal ganz nach oben links. Dort haben wir das blaue, dort ist die Randabdeckung für die Federn, damit sich dort keiner verletzen kann. Ich habe den Kreis einmal bewusst umgekehrt aufgebaut, damit Sie es besser sehen können. Dort sind die Aufnahmen für die Füße, aber in der Praxis sollten Sie das ganze Ding wirklich umdrehen, um das aufzubauen, denn das 4 Meter große und sehr schwere Trampolin bekommen Sie nachher sonst alleine nicht mehr gedreht. Hier die Schrauben, ganz normale Gewindeschrauben zum Einschrauben. Das kann man mit dem mitgelieferten Werkzeug machen. Oder aber man macht es mit so einem sogenannten Knarrenschlüssel oder einer Ratsche mit einer 10er Nuss. Da hat man ein bisschen mehr Gefühl, es geht etwas schneller. Und das Ganze ist insofern einfacher, weil man einfach ein besseres Handling hat. Ja, jetzt sehen wir gleich das Sprungtuch in der Mitte ausgebreitet in dem großen Kreis. Dort empfehle ich zunächst eine Feder einzuhängen, genau gegenüberliegend dieser Feder die zweite und dann quasi im 90 Grad Winkel die Nummern 3 und 4. Das ist alles machbar, 80 Federn dort reinzuhängen. Sie erhalten von Clafit einen Schlüssel mitgeliefert, mit dem Sie diese Federn ziehen können, sehr gut ziehen können und Sie fügen sie damit im Ende genau in die Löcher an dem Rahmen dort ein. Hier sehen wir die Füße mit den Stangen des Sicherheitsnetzes. In der Mitte befindet sich ein Kunststoffabstandhalter und dann Schlossschrauben mit einer Gewindeschraube, wie das mit Muttern festgezurrt. Dort die beiden kleinen Stangen, links die große Stange, besteht also sozusagen aus zwei Teilen, wird einfach aufgesteckt. Hier der Reißverschluss, der sich zu beiden Seiten öffnen lässt und dort der Blick auf die noch nicht montierte Leiter. Die Leiter besteht aus zwei Querstreben, die einfach oben auf den Rahmen gelegt werden oder quasi eingehängt werden, wie wir es dort genau sehen. Jetzt schwenken wir nochmal auf die Zubehörteile. Dort sehen Sie dann gleich vier Schlossschrauben, vier Unterlegscheiben, vier Hutmuttern und das Werkzeug sowie die beiden Stufen. So sieht die ganze Leiter fertig aufgebaut aus, also trägt ganz locker diese 150 Kilo. Ebenso ist das Trampolin stabil und trägt 150 Kilo, also können dort eventuell drei Kinder springen oder auch eine erwachsene Person und ein Kind. Mir bleibt jetzt noch, Ihnen viel Spaß zu wünschen mit dem Clafit Rocket Boy XXL Trampolin in der Größe 4 Meter mit Sicherheitsnetz, mit Leiter und mit Abdecktuch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!